Go! Servus, ich bin Stefan und Fanutz. Einige von euch haben auf YouTube und TikTok in die Kommentare geschrieben, dass wir aus der Mega-Ramp eine Slip-and-Slide-Bahn machen sollen. Damit wir uns bei der Slip-and-Slide-Bahn nicht verletzen, brauchen wir einen größeren Pool, weil die Schanze, die wir gebaut haben, einfach nicht so groß ist. Froschbude war da und wir haben Frosch bekommen. Miss Johann gemacht hat uns noch zusätzlich 10.000 Bällebadbälle geschickt. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt 20.000 Bällebadbälle. Und jetzt geht's weiter und zwar brauchen wir noch einen Pool. Der Plan ist, das Slip and Slide und dann voll Last ins Bällebad. Da wir aber von Physik keine Ahnung haben, wissen wir nicht, ist der Abstand zu groß, zu klein. Man kann es aber nur ausprobieren, deswegen bauen wir auf und gucken, ob es klappt. Die Rampe ist aufgebaut, die Plan ist drüber. Wir haben es noch nie ausprobiert. Und los geht's. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich zu weit springe. Ja, das Ding ist eigentlich auch gut hoch, sag ich mal so, aber... Junge, Junge, Junge. Drei, zwei, eins. Wir sind zu kurz gesprungen. Das Ganze haben wir uns schon auch cooler vorgestellt. Nummer 2. Mal schauen, was besser läuft. Drei. Drei. Eins. Jetzt kommt der T-Rex dran. 3, 2, 1, go! Challenge an Sammy, wir haben einen Football, wir werfen den und Sammy muss den in die Luft fangen. 3, 2, 1, go! Danke fürs Zuschauen. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielen Dank an Jörg Ziegler für die Strohballen. Es war wirklich cool, dass wir die bekommen haben. Er hat einen Ferienhof im Schwarzwald, als ihr da mal hin wollt. Der Link ist in der Beschreibung. Und ein herzliches Dankeschön an Miss Johann gemacht für die Bällebadbälle, dass sie uns nochmal 10.000 zusätzlich geschickt haben. War wirklich Hammer. Und falls ihr immer mal ein Bällebad wollt, checkt es ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ciao.